Unterhalb des Abenteuerspielplatzes beim Schwimmbad befindet sich ein Naturerlebnispfad. Und hier kann man die Sieber halt natürlich auch als einen Spielplatz für sich entdecken. Hier ist also auch in dem Fließgewässer wahrscheinlich sehr gut baden, hat mir Marc bei unserem Spaziergang bestätigt. Und bei diesem Pfad finden sich immer mal wieder Hinweistafeln auf die Geschichte des Ortes. Auf dem Naturerlebnispfad in Sieber entdecken wir halt immer wieder Infotafeln, die uns auch über die Industrialisierung des Ortes aufklären. Das finde ich sehr, sehr interessant und es macht großen Spaß. Nebenbei entdecken wir dann halt auch noch einen Gedenkstein für einen Kantor, der hier gelebt oder geboren wurde. Wer mag, der macht sich natürlich auf den Weg und entdeckt diese kleinen Schätze für sich selber persönlich. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.